damit, hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter 1. Ja, in der letzten Folge sind wir genau hier stehen geblieben auf dem Friedhof und wir müssen zur Polizei. Ich kann nur hoffen, dass wir jetzt durch den... Was ruckelt denn jetzt so? Hallo, Sherlock? Was haben wir für ein Problem, dass wir so am Ruckeln sind? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Okay, was ich eigentlich sagen wollte, ich kann nur hoffen, dass wir durch den Eingang jetzt endlich rauskommen und dass der Typ wieder dasteht. Ah, es geht auf, perfekt. Und dass der Typ wieder dasteht, der uns hier hingebracht hat. War das der hier? Da kann ich auf jeden Fall drauf. Ah, okay. So, wir hatten ja schon gesehen, das ist die Polizeiwache. Aber... Kompassmarkierung kann ich machen, aber ich kann es nicht auswählen. Wieso kann ich es nicht auswählen? Muss ich da jetzt eventuell erst einmal gewesen sein? Bevor ich... Also da hinten ist auf jeden Fall die Zielmarkierung. Bevor ich da hinreisen kann. Das finde ich jetzt aber ziemlich doof, ehrlich gesagt. Ja, dann wird das Ganze in dieser Folge anscheinend wieder etwas länger dauern, weil wir zu Fuß unterwegs sind. Ich wollte gerade noch sagen, oder das System kackt gleich ab. Ich habe keine Ahnung, was mein PC hier gerade versucht. Karte, die nächste rechts und dann immer der Hauptstraße folgen, dann kommen wir da an. Okay, dann hoffen wir mal, Kaiser Aquädukt. Nächste rechts, Zeitungsjunge. Extra, look at what you've done. Criminal Luca Galici posing as a media. The cheapest news on the island. Das ist schön. Ich würde sagen, wir kaufen einfach mal eine. Moment, wie teuer sind die denn? 580 haben wir. Ach, wir machen uns mal den Spaß und kaufen mal eine. Ach, kostet nur eins. Okay, perfekt. Gut. Oh, was war das gerade? Dann hätten wir hier jetzt darunter gemusst oder da? Moment. Nee, das ist die andere. Da müssen wir hier über die... Brücke drüber. Ich wollte schon Insel sagen. Okay. Ist übrigens eine sehr schöne Umgebung. Naja, schön. Oh, was haben wir denn da? Okay. Das passt irgendwie nicht so ganz in die Umgebung. Hier so ein Heißluftballon rein. So, dieser Hauptstraße immer folgen. Aufpassen mit dem offenen Loch bei den Rohren. Und dann sollten wir eigentlich gleich da sein. Hoffe ich zumindest. Die Markierung ist hier. Straßenmusiker. Oh, Leute. Was war das jetzt? Ah, Polizeiwache. Bin ich gut. Jetzt gucke ich hier einmal nach rechts, um mal zu gucken, was das ist. Und schon steht hier Polizeiwache. Das heißt, ich hoffe mal... auch aufgrund der uniformierten Personen hier, dass ich hier rein muss. Was? Okay. Mit ihm können wir sprechen. Eigentlich können wir hier mit allen sprechen, aber ich gehe mal davon aus, sie sind sehr beschäftigt. Was haben wir denn hier? Missing Girl, Lucky Joey, Cordonas maskierter, weiß ich nicht, Gewaltverbrecher oder sowas. Stark do this, Stark do that. I'm not a clerk, damn it. How am I supposed to get those records now? Yes, what is it? Would you like to report a crime? No, I wouldn't. My name is Sherlock Holmes. I want to use the police archives. Wouldn't we all? I'm serious. So am I. Officer Logan locked himself inside and he's not letting anyone in. Okay. But why the archives? Won't that stall everyone's work? You bet it will. He's looking up all the thieves in Cordona over the past decade. Say one thing for Logan. He's persistent. What happened exactly? A tailoress from Scalardio's been robbed. Logan spent two whole days at the shop sketching the thief, and she still insists that it's all wrong.
That shrew drove him up the wall, she did. Would you mind if I talk to this tailoress? I could get you the sketch in no time. Get off your high horse, mister. You think you're better than our sketch artist? Actually, I'm quite certain I am. Let me prove it. Well, I see no harm in it, as long as it gets Logan out of there. In fact, I need to look up some records too. Here's the address. Good luck. Okay. Wir haben eine Adresse bekommen. Die Frage ist jetzt... Och, geh doch mal nach oben. Vogels Geschichte, das um Zugang. Muss ich der Polizei bei der Anfertigung eines Phantombilds helfen? Das heften wir mal an. Verkleidungskünstler. Ah hier, die Schneiderei befindet sich an der Kreuzung Knights Road, oder was das heißen soll, und Trinity Way. Okay. Knights Road und Trinity Way. Wie sieht denn so eine Schneiderei aus? Also das Symbol. Eieieiei. Jetzt soll ich auf dieser riesigen Karte hier... soll ich jetzt eine einzelne Schneiderei suchen oder wie? Ja, ich würde jetzt normalerweise davon ausgehen, dass sie direkt in der Nähe ist, aber das sieht nicht so aus. Moment, Trinity Way ist hier. Und dieses Knights... Ah, hier unten. Ah! Okay. Ja. Annehmen. Keine Ahnung. Also, wenn ich das jetzt richtig sehe... Ich denke, wir sind jetzt hier dieses... Nee, wir sind das Rote. Da müsste ich theoretisch raus. Und gegenüber müsste das sein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. So. Da ist jetzt das Blaue. Okay, dann ist es doch auf der anderen Seite, so wie es aussieht. Aber in dieser Richtung... Mrs. Dings Schneiderei. Ist das hier das Blaue? Nee, oder? Ach, hier. Ha, gut. Perfekt. Okay, das dürfte dann Mrs. Ninis sein. I'm pleased to meet you, Mom. My name is Sherlock Holmes. I'm here to sketch the thief for the police investigation. Oh, another one. I hope you'll be more patient than the previous sketches, signore. Okay. Can you describe the thief for me? He was all ugly and beat up looking. An utter rascal if ever I'd seen one. He gave me a nasty look from behind his glasses and then made himself scarce. And that's it? Could you be more specific? He was a total villain, I told you. How much more specific do you want me to be? All right, never mind. I suggest we do it differently. You have a great many clothes here, haven't you? Why, of course, but they're not for sale. I only do tailoring and mending. No matter. I'll attempt to disguise myself as the thief, and you'll tell me if I get it right. As you wish, Signor Holmes. Where can I find the clothes? They're in my workshop at the back. Be careful, won't you? Natürlich, Madame, natürlich. Hier hinten, nehme ich an. Okay. Hier ist was Gelbes. 4 Garderobeobjekte erhalten. Ah! Ah, das ist ja cool. Und mit denen können wir uns dann umziehen. Okay. Hier ist nichts mehr. Hier sehe ich jetzt gerade auch nichts. Ich glaube, ich denke, das war alles, oder? Oh, was ist das?
Ha! Huh? Oh, look at this old chap putting on airs like some Italian doge. Why don't you disguise yourself as him instead? We have a job. What can I do for you, Sherlock? Oh, come on, at least do him first. Was nur kurz. Okay, also ich denke mal, wir müssen das jetzt hier. Ja. Hier in der Garderobe. Polizist, weißer Anzug, Bandit. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Hässlicher beiger Anzug. Sie meinte niederträchtig. Kann man niederträchtig mit hässlich gleichsetzen? Oder nehmen wir den Banditen? Also, ich würde sagen, ich nehme erstmal den Banditen. Achso, nein. Falsche Taste. Zylinder, Bola, Polizeihut, Männerface. Also, wenn der überhaupt einen getragen hat, dann denke ich mal eher sowas in der Art. Nickelbrille, eckige Brille. Das sieht eher belesen aus, ne? Das sieht eher... Wenn überhaupt so ein bisschen niederträchtig aus. Schnurrbart. Der Bart sieht so aus, als könnte man ihn einfach abreiben. Backenbart. Das sieht eher nach Halunke aus, oder? Also finde ich zumindest. Das ist eher so... Jetzt weiß ich gar nicht, hat die irgendwas vom Bart gesagt? Ich weiß es nicht. Ich mache trotzdem mal den Bart rein. Schminke. Blutergüsse. Dezente Schminke. Naja, ist klar. Falten. Naja, gut. Sie hat nichts davon gesprochen, dass der alt aussah. Ich denke mal sowas wie Blutergüsse oder sowas. Eventuell. Achso, das ist jetzt hier zurück. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt ramponiert aussehe oder ob ich jetzt wirklich aussehe wie so ein Verbrecher. Keine Ahnung. No, those clothes are wrong. He was dressed in a very fancy beige suit. Must have stolen it from someone. No doubt about it. All right, I've got it. Also doch der Anzug. Ja, ich habe schon gedacht, wegen dem Hässlichen. Was machst du denn da schon wieder hinter der Theke? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wobei ich ja immer noch der Meinung bin, dass er nicht existiert. Zumal er ja irgendwie... Achso, Moment. Muss ich hier überhaupt reingehen? Nee, muss ich nicht reingehen, oder? Um mich umzuziehen. Wobei ich ja immer noch der Meinung bin, dass er nur eine Ausgeburt, kann man das so sagen, eine Ausbildung, was auch immer, von meiner Fantasie ist, weil die anderen ja auch nicht auf ihn reagieren. Ah, it's you. I mean, it's him. It's him! Excellent. Now I can make a sketch and take it to the police. Yes, please do. That rascal is still on the loose. I hope they are better at catching than sketching. Before I go, Mom, are you quite certain that you don't have any clothes to sell? Well, I suppose you can take the police uniform. An officer forgot it here years ago and I don't have any use for it. If you want to buy clothes, visit the outfitters. You can find them all over Codorna. I hear they even do free rentals now. Let me show you where the nearest one is. Thank you very much. Okay, 10 Garderobeobjekte erhalten. Dann schauen wir da nochmal eben nach. Ach so. Ah, ich muss dann doch in den Nebenraum gehen, um das zu wechseln. Okay. Alle Hinweise erhalten, das hört sich auch gut an. So, oha. Was haben wir denn hier alles? Meisterhafter Spürhund. Wobei die Klamotten, die er jetzt anhat, finde ich ja immer noch am geilsten. Sehr, sehr viel besser als... Ach du Scheiße. Sehr viel besser als die anderen Staffeln. Vampir. Ja, nee, ist klar. Privatdetektiv. Polizist. Das ist bestimmt auch nicht schlecht. Ja. Naja, gut, ich will ja nicht als Polizist mit ihm sprechen. Die Frage ist nur, muss ich dann zu ihr zurück, wenn ich mich umziehen will? Was ist das denn? Ach du Scheiße. Ach so, für die Witwe. Okay, leider keine Brille, leider kein Bart. Oh je. Also wir können einen richtigen, waschechten Vampir aus uns machen. Oh je. John, der Eisverkäufer.
Partnerlook für Sherlock. Oje, oje, oje. Okay. Ja, ich bin jetzt wirklich sehr kurz davor, aus ihm einen Eisverkäufer zu machen. Aber das lassen wir mal lieber sein. Achso, das ist nur, dass wir mit ihm sprechen können. Ja, sonst können wir hier anscheinend nichts mehr machen. So, Moment. Hier oben hoch war das, ne? Was ist das eigentlich? Das sehe ich jetzt. Ach, das ist meine Tasche, die hier so rumbaumelt. Okay. Entschuldigung. Ich habe einen ganz dringenden Auftrag. Ich muss zur Polizei. So, guten Tag. Ich bin wieder zurück. Hello again, officer. I've spoken to the tailoress and made a sketch of the thief. It was child's play. No, really? And she didn't give you any trouble? No, no trouble at all. She was quite tolerable. Huh. Who would have thought? Hey, Logan, we've got the sketch. Come on out. Can I use the archives now? Well, they're generally not accessible to the public. But you really helped us out, so I'll just turn a blind eye. I appreciate it, officer. What did you say your name was? Holmes? Come and see me after you're done. I may have a proposition for you, Mr. Holmes. Okay, den Fall haben wir abgeschlossen. Die Frage ist jetzt nur, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Also hier können wir auf jeden Fall durch. Inspektor Archiv. Ah, sehr schön. Ja. Mit dem können wir nicht reden, so wie es aussieht. Können wir mit dir reden? Anscheinend auch nicht. Okay. Kann ich irgendwas mit meinem Blick anfangen? Moment. Erledigt Gartenarbeiten. Okay, das ist natürlich was, was uns unheimlich weiterhilft. Ah, hier können wir gleich. Griechische Richterin. Okay. Okay, okay. Dann gucken wir erstmal hier auf dem Tisch weiter. Also, wähle einen Hinweis und drei Suchkriterien aus. Ich weiß gar nicht mehr, worum es geht. Phantombild eines Diebes. Die Polizei benötigt ein Phantombild, das ist klar. Ich habe ein stimmiges Phantombild und kann es nun Constable Stark bringen. Ach so, kann es... Ist das der hier? Kann ich mit dir reden? Nee. Hä? Okay. Ich kann scheinbar mit niemandem reden hier. Dann... Hinweise Stadtteile. Ja, keine Ahnung. Eigentumsdelikte? Ich weiß nicht. Geht es jetzt hier immer noch um das Phantombild? Oder? Bagatelldelikte? Beschwerden. Achso, ich kann nur eins. Eines Diebes. Naja, Bagatelldelikte sind ja keine Eigentumsdelikte, ne? Aber wenn ich jetzt zurückgehe, was bringt mir das jetzt? Gar nichts. Das ist immer gut. okay. Was machst du denn da oben? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe den Sinn dieses Archivs jetzt nicht so ganz. Ich weiß auch nicht genau, ob ich jetzt hier wirklich richtig bin. Ach so, Personengruppen, Zeugen. So, kann ich denn hier irgendwo draufdrücken oder so? Nee. Nö, also ich muss zugeben, dass ich dieses System jetzt hier gerade so überhaupt nicht verstehe.
Hinweise, Dokumente. Oder muss ich tatsächlich... Moment. Archiviert Verkleidungskünstler. Das ist ja eigentlich abgeschlossen hier. Ach so. John will, dass ich Mrs. Nini überrasche. Ich soll mich als der Mann auf dem Gemälde verkleiden, bevor ich versuche, mich als Dieb zu verkleiden. Ah, das habe ich gar nicht mitbekommen. Es handelt sich dabei um einen alten Mann. Ach, verstehe. Okay. Phantombild des Diebes. Aber das ist ja auch abgeschlossen. Also ich denke mal nicht, dass wir jetzt hier... So, Vorgeschichte. Das... wieder anheften. Das war ja vorher auch schon angeheftet. Aber... vor 10 Jahren lebten wir in Grinceray. Damit dürfte ich meine Suche eingrenzen. Stadtteile. Ah. Aha. Und nu? Hinweis wählen. Ah! Glaube ich. Oder? Nee. Das sind die anderen Hinweise. Ich verstehe es irgendwie nicht so ganz. Was bedeutete dieses rote Buch nochmal? Passende Suchkriterien für den eingewählten Hinweis finden. 3 Kriterien müssen vor der Suche ausgewählt werden. Ja, aber ich kann ja keine 3 auswählen. Das ist ja das Problem. Der springt ja immer wieder um. Den Hinweis mit dem Buchsymbol auswählen. Aufmerksam durchlesen. Passende Suchkriterien für den Hinweis auswählen. Ach, wieso geht das jetzt doch? Weil das jetzt das Richtige ist vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich habe zwar meine Zweifel. Vor 10 Jahren. Ja. Behauptet, dass das seine Art gewesen sei, mir das zurückzugeben, was ohnehin mir gehört. Tja. Er erzählte außerdem davon, dass die Polizei im Todesfall meiner Mutter ermittelt hatte. Also Verbrechen, nehme ich mal an. Ich habe zwar meine Zweifel. Wahrscheinlich dann Gewaltdelikte. Hinweise, Beschlagnahmtes? Keine Ahnung. Keine Informationen. Dokumente? Ah, verschwundene Polizeiakte. Im Archiv fand ich nichts weiter als einen leeren Ordner mit der Aufschrift Fall Violet Holmes. 9. April 1869, Stonewood Manor, Grinceray. Keinerlei Dokumente waren darin zu finden. Offensichtlich hatte die Polizei wirklich ermittelt, doch die Akte war dann irgendwann verschwunden. Ja, das bringt mich nicht wirklich weiter. Die Akte war verschwunden. Heißt das jetzt, dass ich jetzt hier alles habe? Oder können wir da vielleicht nochmal noch was... Ah, okay. John, I just recalled that we were living here on Cordona in a manor. And there was a policeman. Really? What else do you remember? What happened to our mother? The memory was vague, a mere flash. I have to find our house. Absolutely. Let's do it. Okay. Okay, wir müssen das Haus finden. Das hört sich doch schon mal gut an. Das machen wir erstmal rein. Ein Herrenhaus. Stonewood Manor muss sich in Grinceray befinden. Bruchstückhafte Erinnerung an eine Brücke und eine Kirche auf einem Hügel. Das Herrenhaus muss dort irgendwo in der Nähe sein. Ja, ich nehme mal an, dass das Bild oben
etwas damit zu tun hat. Jetzt muss ich mal gucken, kam ich denn jetzt wieder raus? Hier. Alles hier? Jetzt bin ich auf der falschen Seite, ne? Genau, hier ist jetzt... I'm done with the archives for now. Can I help you with anything else? As a matter of fact, you can. The thing is, our chief inspector has vanished. As if we weren't undermanned enough as it is. Wait, what do you mean, vanished? Gone missing on a case. Shady business, but that's besides the point. See that board? Pending cases are posted there for any available officers to investigate. I would take them myself, except that I've been told to work the reception desk, like some clerk. Yes, we're that short-handed. I understand your predicament, but what does any of it have to do with me? I may be available, but I'm certainly not an officer. Oh, don't worry about it. Consider yourself a temporary one-man independent police force. That's a bit of a mouthful. There's just one small, minor, basic formality. You'll need to complete our physical training course. Easy. Well, I'm not one to balk at a spot of exercise. What must I do? That's the spirit. Sergeant Ermey will show you the ropes. Follow me. Ja, jetzt bin ich in einen Abschnitt, wo ich eigentlich gar nicht sein wollte. Das ist natürlich etwas blöd. Okay, dann würde ich sagen, dass wir hier die Chance nutzen und erstmal einen kleinen Cut machen und dann in der nächsten Folge sehen, was das mit diesem ominösen Polizeitraining auf sich hat. Bis zur nächsten Folge. Ciao!